Ich würde anfangen mit Götz Werner. In den Medien ist ja meist zu lesen, dass Sie genau wie Frau Wies ein Grundeinkommen von 1.500 Euro fordern. Fühlen Sie sich da eigentlich richtig wiedergegeben von den Medien? Da fordern Sie eigentlich was anderes. Ja, das ist eine, das war mal ein journalistischer Hörfehler, ganz am Anfang, der nicht mehr korrigiert werden konnte. Ich habe noch nie einen ganz präzisen Betrag gefordert, sondern ich sage, wir brauchen die Einsicht als Menschen, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger so viel zum Leben haben müssen, dass sie davon zwar bescheiden, aber menschenwürdig sind, müssen wir auch weiter einzusuchen, bis jetzt zu leben können. Wie hoch dann der Betrag ist, das muss man natürlich dann sehen im Kontext der Verhältnisse, weil ich bei mir natürlich im Kontext dessen, was der Einzelne dann dazu leisten hat. Deswegen kann man das eigentlich für gerade so wichtig im Moment sich damit festlegen. Wichtig ist, dass die Gesellschaft ihr altes Paradigma, dass man ein Einkommen bezieht, wenn man arbeitet, ändert und sagt, ich brauche das Einkommen, um arbeiten zu können. Und das ist die wichtigste Grundeinsicht, die Platz greifen muss in unserer Gesellschaft. Wenn wir das als Bürger einsehen, dass wir sagen, erst brauchen wir das Einkommen, erst brauchen wir die Teilhabe, um dann teilnehmen zu können, dann haben wir viel gewonnen. Und dann, wenn diese Einsicht dann da ist, dann hat man kein Problem, dass die Menschen auf der Basis dieser Einsicht auch dann dahinter kommen, dass sie sagen, na gut, das ist unser Bereich. Also, das hat ja keinen Sinn, dass wir dann auf eine andere Art und Weise den Einzelnen unter Druck setzen. Wenn wir diese Einsicht haben, jeder Bürger, wir sind verpflichtet, jeden Bürger so mitzutragen, dass er dazu zwar bescheiden, aber menschenwürdig leben kann, in der Hoffnung, dass er dann seine Talente, seine Fähigkeiten, seine Initiativen in die Gesellschaft einbringt, dann spielt der Betrag keine Rolle mehr, dann steht er zwangsläufig. Ja, aber es gibt, ich will jetzt nochmal eine zweite Information abfragen, die auch immer in den Medien kursiert, um mal zu gucken, ob die richtig ist. Ihr Vorschlag ist ja nämlich, um das zu finanzieren, dass Sie eine Konsumsteuer von 50% einführen wollen. Also, stimmt das? Was klar ist, dass ein Grundeinkommen und alle die Leistungen, die Gemeinschaft erbringt für die Gemeinschaft, dass es steuerfinanziert sein wird. Das ist, glaube ich, das Dritte. Das Zweite ist, mit welcher Steuer kann man jetzt befördern die gesellschaftliche Leistungsfähigkeit und mit welcher Steuer tut man die gesellschaftliche Leistungsfähigkeit deformieren. Und das ist eigentlich ein anderes. Tatsache ist, dass wir heute, wir sind ja eine Konsumgesellschaft, dass wir heute eigentlich an unterschiedlichen Stellen Steuern bezahlen, aber volkswirtschaftlich gedacht und faktisch tun wir Steuern erst tragen, wenn wir konsumieren. Das macht sich doch mal bitte wieder klar, das ist neu in unserer Gesellschaft, das war in den früheren Jahrhunderten nicht so, aber seitdem wir eine Konsumgesellschaft sind, tragen wir Steuern, wenn wir konsumieren. Also jeder, der in der Gesellschaft konsumiert, trägt Steuern. Und zwar in der Größenordnung unserer Staatsquote. Das sind ungefähr 50%. Und wenn man das jetzt konsequent zu Ende denkt, dann muss man nicht sagen, naja, dann ist es doch nicht vernünftiger. Wir erheben die Steuer dort, wo sie auch getragen wird. Und vermeiden damit die Deformationen, die dadurch stattfinden, dass Menschen ihr persönliches Verhalten unterwerfen der Optimierung von Steuerzahlungen. Aber dann denken Sie an die Abschreibungsprojekte, denken Sie an die unterlassenen Investitionen, weil es steuerlich keinen Sinn macht. Das ist nochmal ein zusätzliches Thema, was nicht unmittelbar mit dem Grundeinkommen zu tun hat, was aber notwendig ist, damit das Grundeinkommen auch dann sinnvoll erwirtschaftet wird. Ein Vorwurf, den es aber ja immer wieder gibt, wenn Sie dann den Kreisverkehr zwischen Steuern und hier operieren, was nie vorkommt, ist, dass die Vermögen auch belastet werden sollen. Eigentlich werden immer nur die Einkommen belastet. Dann könnte man ja sagen, die Vermögen sind in Deutschland aber noch ungleicher verteilt als die Einkommen. Also warum schonen Sie sozusagen die Vermögen?
Ja, das ist auch wieder ein interessanter Gesichtspunkt. Also, die Frage hat, was da mögen ist, was wir in unserer Gesellschaft nicht tun, ist, dass wir unterscheiden zwischen produktiver Mögen, also zum Beispiel die Tatsache, dass ich das in meiner Gesellschaft in vielen Jahren war, und das andere, dass jemand vielleicht mit einer super Bargeld ausmacht. Das tun wir nicht unterscheiden. Und ich muss Ihnen sagen, wenn Sie bei mir Vermögen besteuern würden wollen, ja, dann müsste ich das auch wieder in die Preise verkalkulieren. Und das würde dann halt in der Tour zahlen, ein bisschen teurer sein. Oder wie soll das jetzt gemacht werden? Also Vermögen ist ja nicht, dass jemand Sackgeld hat. Also Kapital zu haben, ist eine Möglichkeit, der Sackgeld. Das ist kein Sackgeld. Wenn Sie sich Vermögen und Kapital vorstellen als ein Sackgeld, dann denken Sie die Unterdachung. Für gesellschaftlich wirksam wird Vermögen erst dann, wenn Vermögen Geld sein soll, wird Vermögen erst dann, wenn Sie es ausgeben. Also wenn Sie Geld haben, was man Ihnen sehr gönnen kann, dann haben Sie nur drei Möglichkeiten. Entweder Sie konsumieren, das hat seine Begrenzung, je nach Mundweite, ne? wenn Sie nicht konsumieren, und das Vermögen irgendwo anlegen, dann konsumiert jemand anders. Wenn Sie investieren. Und da haben Sie nur noch eine dritte Möglichkeit, mit Ihrem Vermögen, mit Ihrem Geld umzugehen, das ist verschenken. Aber auch wenn Sie Ihr Geld verschenken, konsumiert jemand anders. Weil jemand dann, Geld hat übrigens ein Ziel, dass damit Güter und Dienstleistungen geworden werden. Niemand dann, wenn Sie Güter und Dienstleistungen erwerben, nehmen Sie sozusagen die gesamte Gesellschaft in Anspruch. Und Sie müssen dann alle tätig werden, man konsumieren kann, hocharbeitsstarke Wirtschaft. Und dann ist auch die Frage, wie viel von dem, was erwirtschaftet wird, braucht jetzt die Gemeinschaft? Und wie viel von dem, was erwirtschaftet wurde, darf der Einzelne verfügen? Das steuert die Steuer. Das hat immer, also Geld an sich hat keinen Wert. Geld an sich hat erst Wert, wenn Sie dann das erwerben können. Und alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die von der DDR gelebt haben, die haben gemerkt, was es heißt, Geld zu haben. Dann in den Laden zu kommen, wenn die Arbeit so leer ist. Weil die schon kein Geld hat. Und nur begrenzt wird. Das ist unser Problem unseres heutigen Denkens, dass wir so fixiert sind auf das Geld. Und das hat, also Paus würde sagen, das hat der Mephistopheles gesagt, dass wir so auf das Geld fixiert sind. Fixiert sein muss man, dass wir konsumfähige Güter, dass wir über konsumfähige Güter Dienstleistungen verfügen. In dem Moment, wo wir über konsumfähige Güter Vielzahl verfügen, zum Beispiel durch das Wasser trinken, dann nehme ich die Leistung anderer Menschen in Anspruch. Und an der Leistung, die ich von anderen Menschen in Anspruch nehme, daran muss natürlich die Gemeinschaft einen Anteil haben, weil die Gemeinschaft ja dafür die Infrastruktur, die ganze Voraussetzung zur Verfügung stellt. Und das geschieht immer im Fall des Konsums. Also auch wenn Sie viel Steuern bezahlen, vergessen Sie nicht, tragen tut es immer jemand anderes. Und auch der Hartz-IV-Empfänger trägt Steuern. Es ist nicht so, dass die Hartz-IV-Empfänger keine Steuern tragen. Sie tun sie zwar nicht bezahlen, aber sie tragen sie. Und ein Unternehmen zahlt immer Steuern, aber es trägt sie nie, weil ein Unternehmen nicht konsumiert wird.